Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 5. April 1923. Heute vor 100 Jahren wurde der dänisch-deutsche Maler K.R.H. Sonderborg geboren. Ein Beitrag von Camela Thiele. Klingt gut. Die Person auch ist natürlich faszinierend. Absolut künstlerische Figur auch. Auch wie er sich bewegt, wie er sitzt und was für einen Stuhl er hat. Alles das ist mir irgendwie, kommt mir verwandt vor. Und deshalb höre ich das auch immer gern. K.R.H. Sonderborg war 80 Jahre alt, als er im Deutschlandradio über Glenn Gould sprach. Seine Karriere lag hinter ihm. Sein Leben zwischen New York und Paris, seine Reisen zur Insel Stromboli, zu den Hebriden, seine Professuren in Stuttgart, Minneapolis und Chicago. Seit den 1960er Jahren war er ein international bekannter Künstler, nahm an der zweiten und dritten Documenta teil, an der Biennale in Venedig. Malerei war für ihn Ereignis, die grafische Niederschrift des Erlebten. Während des Malens wird ein Höchstmaß an Wachheit und Konzentration erreicht, was mich andererseits nicht an einer gleichzeitig bestehenden kontemplativen Ruhe und Übersicht hindert. Große Ruhe und Geschwindigkeit sind die Pole, zwischen welche mein Leben gespannt ist. Scharfe Aktion und passive Bereitschaft für das noch zu Entdeckende. Der am 5. April 1923 in Sønderborg, Dänemark, als Kurt Rudolf Hoffmann geborene Künstler, wuchs in Hamburg in einem Künstlerhaushalt auf. Wie andere Swing-Kids kleidete er sich Ende der 30er Jahre amerikanisch, grüßte Heil Swing statt Heil Hitler. Die spielerische Attitüde, das Kosmopolitische, lief der völkischen Ideologie des NS-Staates zuwider. Manche der renitenten Jugendlichen wurden kurzerhand an die Front abkommandiert. Sonderborg, der mit nur einer Hand zur Welt kam, landete für ein halbes Jahr im Konzentrationslager Fuhlsbüttel, was ihn schwer traumatisierte. Ich funktionierte vorher im Büro eigentlich ganz gut, aber nach dieser Gefängnishaft konnte ich nicht mehr ruhig auf dem Stuhl sitzen. Ich konnte einfach keinen Gedanken mehr fassen, während ich saß. Ich musste mich bewegen oder irgendwas tun. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs beschloss der kaufmännische Angestellte, Künstler zu werden. Anfangs malte er Landschaften und Ruinen, studierte an der Landeskunstschule Hamburg. 1953 stieß er auf die Gruppe Zen 49, eine Ausstellungsgemeinschaft abstrakter Maler wie Ernst Wilhelm Ney, Willy Baumeister und Fritz Winter. Nun arbeitete Sonderborg mit Tusche, schuf abstrakte, zeichenhafte Formationen aus schwarzen Balken. Für mich war der Hamburger Hafen einfach diese riesige technische Struktur. Und was um mich herum war, was mich als Maler fast unfähig und ohnmächtig machte, das hat meinen Stil in der Kunst geprägt. Ich habe im Grunde auf meine Umwelt reagiert. Aus den Konstruktionen wurden mit der Zeit zitternde Graphismen, rotierende Linienknäuel, technoide Urwälder. Sonderborg malte nicht mehr nur mit dem Pinsel, sondern setzte Scheibenwischer, Rasierklingen und Spachtel ein. Rot war die einzige Farbe, die er nutzte. Beim Malen hörte er Musik, Swing, vielleicht auch Jazz von Charles Mingus, Thelonious Monk oder John Coltrane, die er während seiner New York-Aufenthalte in Clubs live erlebt hatte. Man sagt mir nach, ich male sehr schnell. Mir selbst erscheint es, als male ich sehr langsam. Tage, Wochen, ja Monate vergehen, ohne dass ich etwas gemalt habe. Man muss wohl langsam leben, um jener seltenen Augenblicke willen, in denen alles möglich wird. In den 70er Jahren reiste er auf die Lofoten, um die Strudel des legendären Malstroms zu studieren, die er in seinen Bildern zitierte. Er arbeitete nach Fotografien und Abbildungen, ein Maschinengewehr, ein elektrischer Stuhl, Objekte staatlicher Gewalt. Dann wieder malte er live in Performances zu den Improvisationen von Jazzmusikern. Im Alter zog sich K.R.H. Sonderborg nach Hamburg zurück. Er starb am 18. Februar 2008 im Alter von 84 Jahren. Obwohl sein Werk über die Malerei hinausging, wird er bis heute dem Informel zugeordnet, einer Kunstrichtung der Nachkriegszeit. Sonderborg selbst hingegen verstand sich als Action-Painter.
Die Musik blieb ihm bis ins Alter eine Quelle der Inspiration.